just what I'm made of. Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Battle of Z hier bei Crush Full Freak 89. Mission 35, Invasion von Majin Buu. Die Majin Buu-Saga geht jetzt langsam weiter. Ich lasse mein Team jetzt so wie es ist, weil zwei Healer im Team und dazu noch Vegeta könnte vielleicht ganz gut gehen. Ich glaube nicht, dass ich da besonders viel ausrichten kann in der Mission, vor allem da ich auch noch nicht mal die allerstärksten Charaktere habe. Aber schauen wir mal, wie es ausgehen wird. Fürs Erste, nun ja, es ist nicht einfach hier zu kämpfen. Besonders diese ganzen vielen Boos, gegen die wir gekämpft haben, waren ganz schön heftig. Gut. Jetzt geht's los. Die Super Saiyajins miteinander vereint. Gegen Kid Buu. Schrei nicht so. Der ist so ein Idiot. Aber jetzt geht er schon ganz schön ab. Oh, und ich wollte gerade den Angriff einsetzen, aber irgendwie reagiert die Steuerung nicht. So. Und, oh, ich komme gar nicht zum Angreifen. Der Typ geht wieder voll ab. Ja, Alter, lass mich mal. Ja, hallo. Der weiß echt ganz genau, wann er seinen Angriff rausspammen soll. Und der hält so viel aus. Verdammte Scheiße nochmal! Oh Mann, ich habe kaum noch Energie. Scheiße, würde mich jemand mal heilen? Wär man so freundlich? Ja, toll. Son Gohan, wenn du das hier tust, dann kannst du mich damit nicht heilen. Oh Mann, ich habe zwei Heiler im Team und keiner tut was. Ja Mann, was macht ihr denn? Heilt mich doch mal. Kann ich irgendwie den Befehl geben, dass er mich heilt? Komm, Son Gohan, heil mich doch. Ja, nee, was macht er denn? So, jetzt aber. Okay, mir reicht's. Scheiße, und ich kann dann wieder nicht... Wenn ich einmal angegriffen werde, kann ich nicht mehr verteidigen und keiner kommt, um mich zu heilen. Fuck. Das ist so beschissen. Es reicht. Du spürst! Ah, jetzt helft mir doch! Angreifen! Verdammt! Ich kann das auch nicht alleine machen, weil der Typ lässt mich nicht in Ruhe. Ja, Mann! Lass mich den Angriff einsetzen! Du Arsch! Dann nimmst du wieder nicht Notiz von meinen Angriffen! Oh, 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 oh! Das war knapp. Boah. Na lach du nur. Das Lamm wird dir vergehen, ich schwöre. Ja, was machst du denn hinter dem Felsen? Hallo? Komm her, du feige Sau. Ich bin hier. Ja, wo ist er denn? Hat er sich irgendwo durchgeglitscht? Hä? Ja, aber was? Wieso ist er hinter der Abgrenzung? Ist ein Fehler drin, oder ich check gerade was nicht. Dahinter befindet sich auch gerade so ein Gohan. Ach so? Das ist ein Höhleneingang. Was zur Hölle? Ja, nee, das sagt mir ja keiner. Gut, dann geht der Kampf eben hier weiter. Komm her. So, bam, zack, bumm und peng. Ja, voll gegen die Wand geschleudert. Und jetzt bist du völlig, du... Blöder Sack, ey. So, zack. Aber leider ist ja so wenig Freiraum für diesen Verfolgungsangriffen. So. Nein, er setzt auch super Angriff ein. Ist der bescheuert? Dann wehrt er den natürlich ab. Ja, toll, jetzt ist er wieder da. Aus der Höhle. Verdammt nochmal. Das ist echt eine komplizierte Arena hier. Da kommt man komplett durcheinander. Wo ist er? Alter! Fuck! Oh Mann, ey. Ich kann gar nichts machen da. Ich
versuche halt die ganze Zeit immer Angriffe zu spammen, aber der Typ macht mich wahnsinnig. Okay, schon besser. Jetzt reicht's. Okay, sterben, verdammt. Habe ich ihn getroffen? Ja, aber der hat kaum Schaden genommen. Das ist das Problem. Ja, und da. Ach, schon wieder keine TP. Oh, zum Glück konnte ich noch rechtzeitig abwehren. So, jetzt kassierst du voll. So. Ach, aber wieder kein Verfolgungsangriff. Oh Mann. Diesen Angriff hasse. Oh Mann. Wenn ich mal versuche näher zu kommen. Oh nein, 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 nein. Fuck. Hilft mir. Dankeschön. Was will er denn ständig hinter dieser scheiß Höhle? Oder hinter der Wand? Oh Mann, ey. Ah! Ich komme da echt gar nicht mehr zum Angreifen. Ja, hallo? Chill mal! Dein Leben! Gleich ist er down. Gleich ist dieser verdammte Honk down. Fuck, wo ist er schon wieder? Alter, hör auf, dich zu teleportieren, Mann! Oh oh. Nein, 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 nein. Geh ab. So muss. Achso, wurde eh wieder belebt. Ach, verdammt, ey. Hallo. Hilf mir einer. Mann, hör auf, den scheiß Superangriff zu spammen. Der ist gleich down. So, gleich ist er down. Komm. Scheiße, ich habe wieder ein Leben verloren. Aber er ist down. Puh, das war ein knapper Mission, aber wir haben es geschafft. Puh. Aber das gibt bestimmt wieder mal keinen S-Rang. Was würde ich erwarten? Bestimmt gibt es da auch keinen neuen Charakter. Oh Mann, diese Missionen machen mich kirre. Und ich müsste aufscreen sie alle immer einen höheren Rang abschließen, damit ich bessere Charaktere bekommen kann. B-Rang, Gro. Ja, ganz gut, toll. Ja. Kaya Schinsfeld. Mitwirkende. Moment. Was? War das die letzte große Mission unter den normalen Story-Missionen oder was? Sieht ganz so aus. Naja, okay. Was soll man zu dem Spiel sagen? Soll ich da echt schon ein Fazit abgeben? Ich kann ja auch schon mal mitteilen. Nachdem ich die Videospielzeitschriften gelesen habe, wurde dieses Spiel sehr schlecht bewertet. Naja, das schon aus gutem Grund, weil das Kampfsystem ist einfach seltsam banal. Ich habe mir auch wirklich was Besseres vorgestellt als das hier, zugegebenermaßen, weil ich dachte ernsthaft, das Spiel würde endlich mal mehr bieten als früher, aber seit Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi bringen die Macher jetzt die Entwickler nur noch bescheuerte Spiele raus und würden sich dadurch die Fans abwenden. Weil bis Raging Blast 2 hat es ja noch gepasst, obwohl in Raging Blast 2 da war noch nicht mal ein Story-Modus enthalten. Da würde ich Raging Blast 1 zum Beispiel noch mal vorziehen. Wirklich ein seltsames, banales Kampfsystem, aber da gab es ja auch noch sowas ähnliches in den Kaiji Tech Team auf der PSP. Und ansonsten, ich würde mir echt wünschen, wieder so ein richtiges Beat'em Up à la Budokai-Serie zu bekommen. Aber natürlich mit mehreren Charakteren und dass man auch wieder während des Kampfes transformieren kann, weil so wie jetzt gerade ist es nichts. Sorry, aber liebe Entwickler, hätte es ein bisschen besser machen können, aber so schlecht ist das Spiel auch nicht. Also es macht schon etwas Spaß, manchmal auch ein bisschen frustig. Und es hat schon Videospielwert, vor allem, weil man die Mission unbedingt abschließen möchte, damit man alle Charaktere frei hat. So kann man es auch sagen, ja. Also das Spiel ist nicht so schlecht, aber auch nicht das Allerbeste. Gibt natürlich Besseres als das. Was soll's? Aber es ist ja noch lange nicht vorbei, weil es kommen noch sehr viele andere Missionen dazwischen. Das Let's Play ist also noch nicht vorbei, dürft ihr euch jetzt keine Sorgen machen. Es kommen nur
Also es ist jetzt nur einmal am Anfang die Credits und dann war's das schon. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die insgesamt sein werden. Wahrscheinlich werden die einige Zeit fressen. Ich weiß nicht, ob ich die auch jetzt laufen lassen soll. Weil ich wüsste auch nicht, ehrlich gesagt, nicht mehr, was ich über das Spiel sagen könnte. Puh, aber die Bosskämpfe sind schon auch hartnäckig. Vor allem, wenn die Gegner wirklich Standard-PD-Superangriffe spammen und die Attacken sofort und abblocken, die ganzen Angriffe kontern, das ist Hardcore-Shit. Man muss also schon mit den Fähigkeiten der Charaktere perfekt zusammenarbeiten. Die Partner-Charaktere sind höchstens so beschissen, spielen sich höchstens so beschissen, ist das Problem. Wenn sie bloß genauso stark sein könnten wie der Einspieler, also wie der erste Spieler, dass sie sich schon ein bisschen zu sehr so spielen könnten wie der erste Spieler, das wäre fein, aber leider geht das nicht. Ich meine, KI-Charaktere könnte man schon so einstellen, dass sie ähnlich kämpfen wie die Gegner. Also wie die TKE-Gegner. Ich meine, es gibt einige andere Beispiele von Spielen, wo die KI-Kumpanen wirklich intelligent reagieren und sich wirklich super spielen, dass der Computer sie wirklich super stark einsetzt. Da habe ich mal einige Sachen, gesehen, wo mir das auffallen konnte. Also so an so etwas sollten sich wirklich die Entwickler ein Beispiel nehmen. Aber sagen wir es mal so, ich hoffe, dass sie beim nächsten Dragon Ball Z wirklich jetzt wieder mehr rausbringen möchten. Vor allem wieder ein klassisches 2D Action-Beat'em-up mit 3D-Einlagen, so wie Budokai. Das war noch episch, aber. Und auch Raging Blast ging natürlich auch, wenn es komplett 3D war. Also die Budokai Tenkaichis-Reihe, wollte ich sagen. Inklusive Raging Blast. Auch wenn da nur 3D-Kämpfe waren und die Steuerung wirklich kompliziert, ging es ja trotzdem noch. Ich hatte meinen Spaß. Ich würde mir wünschen, dass zum Beispiel auch mal die Story bei den HD-Games bis hin zu Dragon Ball GT geht, weil höchstens in Ultimate Tenkaichi waren ein paar Dragon Ball GT-Charaktere dabei, also sowohl der ultimative Omega Shenlong als auch Super Saiyan 4 Gogeta, aber das war's auch schon. Weiß nicht, warum sie auch nicht mehr solche Charaktere wie Pan oder Super C17 auch noch nicht mehr mit einbringen wollen, aber was soll's. Kann man nichts machen, das muss ich halt nur mal so hinnehmen. Ich hoffe, dass das wirklich mal die Entwickler wieder nochmal mit einbauen werden. Gut, das war es erstmals mit den Hauptmissionen. Jetzt wird es Zeit, wieder die Nebenmissionen zu machen. Aber ich sollte vorher mal versuchen, offscreen die ganzen Missionen hier in höheren Rang abzuschließen. Deshalb würde ich vorschlagen, ich beende mal diesen Part an der Stelle, weil ich möchte die Aufnahmesession fortführen können. Sorry also, dass der Part mal kurz wird, aber es ist mal eine Abwechslung. Außerdem habt ihr mal ein würdiges Normal-Story-Finale gesehen. Und es geht ja noch weiter mit den anderen Ehrenmissionen. Also zuerst mal mit den Nebenmissionen, wollte ich sagen. Wo wir auch nochmal uns auf die Seite des Bösen schlagen. Jetzt können wir zum Beispiel mit Super Buu auch spielen. Das wird bestimmt episch. Vielleicht treffen wir auch mal auf Gotenks. Das wäre geil. Und dann die anderen Ehre-Missionen, die werden erst richtig hardcore schwierig. Moment, da haben wir noch was. Edles Saiyajin-Blut, vernichte alle Gegner. Das sind aber schon Missionen 51 bis 56. Ich weiß nicht, was das jetzt für eine. Das ist eine Spezial-Ära, ich verstehe. Wie geht das, Familie? Okay, nein. Also, da kommt noch einiges auf uns zu. Aber wie das aussehen wird, erfahren wir dann im nächsten Part. Ich werde offscreen nochmal ein paar Missionen in einen höheren Rang abschließen und wir sehen uns dann. Danke für eure Aufmerksamkeit und seid gespannt und schaltet wieder ein. Euer Crush Vodafone 89. Bis zum nächsten Part von Let's Play Dragon Ball Z Battle of Z. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute.